Komm auch hier irgendwie. Ja, wir sind tot. Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit. Da wird es auch hier bestimmt Zink geben, ey. Was bist denn du jetzt? Kupfer. Moin! Ich mach hier nichts. Ich untersuche hier nur die Umgebung. Eisen. Ich brauche Zink. Eisen, Eisen. Das ist alles Eisen hier. Ich brauche kein Eisen. Ich brauche Zink. Plutonium können wir auch nochmal mitnehmen. Warum Eisen, ne? Ne, ist gar nichts. Plutonium. Ach, halt doch deinen Mund. Eisen, Eisen, Eisen. Ich brauche Zink. Verdammte Axt. Wo kriege ich Zink her? Das ist alles Eisen. Ja, ist doch gut, ey. Wieso sinken hier unser... Das ist ja krass. Wieso sinken das hier so schnell? 12,7 Tox. 23 Grad. Ich hätte jetzt eigentlich von ausgegangen, dass das hier... eigentlich besser ist. Das ist ja richtig krass. Er ist halt umgestellt. Will ich nicht umstellen. Wir können ja mal gerade das Aluminium... Na komm, brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Aluminium. Plutonium, Gold... Das möchte ich gerade mal dahin. Nein, den möchte ich dahin. Ich möchte hier gerade nichts. So, ich möchte den dahin verschieben. Und den dahin verschieben. Okay, geht nicht. Ich kann den nicht verschieben. Das ist doof. Zerlegen. Uns fehlt Zink. Wir brauchen Zink. Verdammte Axt. Oh, wahrscheinlich müssen wir auch die Startschubdüsen mal wieder aufladen. So, wir hatten aber hier vorne irgendwo... Jetzt kann er rauskloppen hier. Ankunft hier vorne, meine ich doch. Irgendwo war hier nämlich mal was. So, landen. Scannen. Was ist das? Oh, das ist bestimmt wieder so ein Wissensding. Vermute ich mal. Sieht mir ganz danach aus. Asche von Luxurium. Markierung summt in einer Frequenz, die sich tief in mein Inneres gräbt und mich stimmungslos erfüllt. Wissen pflasternde Wege zu hören, sie müssen verstanden werden. Ah, cool. Er lernt wieder was dazu. Korvaks Wort für Reisende. Ja, nice. Nice, nice, nice. Trotzdem wissen, was das jetzt ist hier oben. Kupfer! Ah ja, nice. Wir haben Kupfer gefunden. Ne, Kupfer? Ne, wir brauchen Zink, ne? Stimmt, wir brauchten keinen Kupfer, wir brauchten Zink. Ja, das müssen wir ganz wieder aufladen hier. Ja, Multiwerkzeug, das können wir auch mal wieder aufladen hier. Zack. Kanister. Wir bräuchten Zink. Zink, 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 Zink. Wir sollten aber vielleicht immer ein bisschen bei den Raumschiffen bleiben. Noch ein bisschen Gold da vorne. Nochmal mit.
einsteuern gehen, BD. Wir brauchen trotzdem immer noch Zink. Wir brauchen Zink. Zink, Zink, Zink. So, das laden wir mal auf. Das laden wir mal auf. Wir brauchen Zink. Das ist echt blöd. What? Wieso bin ich denn jetzt hier oben? Na gut, dann hauen wir halt hier ab. Das sollte wahrscheinlich ein... So, wir fliegen mal gerade hier hinten zur Raumstation. Gucken, ob der vielleicht noch ein bisschen Zink für uns hat. Weil der Planet hier unter uns wäre auch unentdeckt. Der liegt aber eh hinter der Raumstation, das heißt, wir fliegen erst zur Raumstation. Und fliegen dann zu dem Planeten. Na, wir brauchen eh noch ein paar Sekunden hier. Also ich, das Spiel gefällt mir schon. Nur ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Hilfe, was das, was die Materialien sammeln angeht. Ein Scanner ist ja alles gut und schön. Wäre aber cool, wenn man den Scanner noch so ausbauen könnte, dass er dir genau sagt, was er da hat. 2, 1, Stopp. Stopp, habe ich gesagt. Neu ausrichten hier. So, vielleicht hat der noch ein bisschen was für uns. Und wie gesagt, es fehlt uns immer noch der Atlas-Pass, der uns hier viele Türen versperrt. Okay, das ist voll. So, mein Freund. Nee, Quatsch, will ich mit dir nicht. Ich will nur mal gucken, ob du Zink hast. Kaufen. Hast du Zink? Ja, er hat Zink. Und er hat auch genug. 20 brauchen wir sowieso nur. So. Exo-Anzug voll. Da möchte ich jetzt noch ein paar Sachen verkaufen, weil wir haben so viel Schrott. Das brauchen wir. So, das Gold zum Beispiel. Verkaufen wir mal. Brauchen wir nicht. Kupfer brauchen wir nicht. Jetzt möchte ich aber erstmal gerade diese Antimaterie herstellen. Zack, herstellen. Antimaterie. So, und damit können wir nämlich jetzt, zack, unseren, ne, jetzt brauchen wir Warpzelle herstellen. Warpzelle herstellen. So, und damit können wir jetzt, so, reicht sowieso nur für einen Sprung. Wir müssen natürlich erstmal gerade hier, tschapp, so. Das haben wir aufgeladen. Elemente, Plutonium brauchen wir, die Startschubdüsen, Impulsantrieb brauchen wir, Tamium 9 und hier halt die Warpzelle. So, Multiwerkzeug. Mal ein bisschen hier aufladen. So, er bringt uns jetzt weiter. Jetzt bei der galaktischen Karte M drücken. So, ja, muss ich aber erstmal hier. Zack. Mal raus, bitte.
Klasse G6F, 5 Planeten. Derzeitiger Standort. Waren wir da schon mal? Unentdeckt. In die Richtung können wir, in die Richtung können wir. Ah, ein bisschen drehen. G0P, was auch immer das heißt. Tab nach Entdeckung scannen. Okay, das geht nicht. Hier können wir auch nicht nach. Dafür brauchen wir wahrscheinlich den verbesserten Scanner, ne? So, da können wir wahrscheinlich nicht hin warpen, das ist wahrscheinlich zu weit entfernt, genau. 17. 175.000. 642. 652. Ja, das wäre zumindest dann schon mal ein Stück näher. Wir haben 6 Planeten. Da warpen wir uns gerade mal hin. Und schauen mal, was wir da kriegen. So, dann haben wir irgendwo wieder irgendwo gegengeflogen. Ist immer noch die Euclid-Galaxie. Oh, hier waren wir schon. Sieht mir zumindest so aus. Zumindest stand es da gerade. Vorhut, 13 Mal gewarpt. Und der Planet ist unentdeckt. Warte mal, eine Raumstation. Ich scanne mal gerade. Der Atlas, finde uns, höre uns. Wo denn? Wo bist du denn? Da. Ankunft unbestimmt. Dann flattern wir da natürlich mal gerade mal hin. 30 Sek, das sollte nicht allzu lange dauern. Bei der Monolith ist noch 35. Was ist denn das, ein Monolith? Boah, echt jetzt? Natürlich geht er dann wieder aus dem scheiß Warp raus. Ja, zack, hier haben wir noch ein bisschen was. Wir brauchen auf jeden Fall bessere Bewaffnung. Schilde sind deaktiviert, die lade ich mal gerade hier noch. Ja. Drei Gegner noch. Noch einer. Ja, wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben. Ich komme auch hier irgendwie. Ja, wir sind tot. Zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Ja, Generation 1. Tot durch Laser. Ich hoffe mal nicht. Oh, wir haben wahrscheinlich jetzt ganz komplett unser Inventar verloren, wa? Ja, geil. Alles weg. Starten hier mal. Wir sind noch hier draußen. Sind das die Gegner? Nee. Ich scan mal gerade. Ich möchte jetzt gerne zumindest mal unser Schiff noch wieder haben. Bin ich
Fracht wiederfinde. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Stopp. Bin mal gespannt, ob die beiden Gegner noch da sind. Fünf, vier, zwei, eins und stopp. So, wir haben zumindest unser Inventar wieder. Scan nochmal. Das schlau ist hier zu scannen. Ich möchte aber gerne noch zu den Monolithen, weil da kann ich bestimmt speichern. Und ansonsten nehme ich das dann auch für, ja, diese Folge gewesen sein, sobald wir hier beim Monolithen sind. Dann müssen wir da hin. Namen, ne? Ich vermute mal, die sind wahrscheinlich hundertprozentig generisch generiert. Was? 5 Minuten brauche ich da noch für? Das ist mir zu lange. Wir fliegen außerhalb rum. Vielleicht grundsätzlich. Da wird mal wieder ein bisschen schneller hier. 1000, 9, 8, 7, 6, 5, 4. So, das sollte passen. Ja, da können wir jetzt dann so hinfliegen. Bin mal gespannt, was uns da erwartet. Gespeichert. Geringe Alarmstufe. Flora mangelnd. Fauna viel. So, mal gucken. Komm näher, hör unsere Worte, Edric, um den Monolithen zu kommunizieren. Ja, dann machen wir doch auf jeden Fall. Tribut an Fumangnifmania. Der Monolith steht still auf der Planetenoberfläche. Er gehört hier nicht hin, genauso wenig wie ich. Da ist ein Schimmer und dann kehrt die Vision mit den roten Kugeln zurück. Der Atlas. Er spricht erneut zu mir. Erneut spüre ich halb Euphorie und halb Angst darüber, meinen Schöpfer getroffen zu haben. Der Atlas bietet mir Orientierung, eine Bestimmung, eine Bedeutung. Einen Sinn in einer gleichgültigen Galaxie. Alles, was ich tun muss, ist, seinem Weg und seinen Befehlen zu folgen. Naja. Ich sehe Codezeilen, Zeilen voller Zahlen und dann bizarre Strukturen. Ich spüre die feste Überzeugung, dass mich große Macht erwartet. Wenn ich an diesen entfernten Ort reise, die rote Kugel verschwindet. Oh, wir haben eine Warp-Zelle gekriegt. Na, immerhin. So, natürlich den Wissensstein noch wieder mit. Nur einen? Ne, zwei. Da haben wir noch was. Und noch ein Wissensstein. Verwirrt, Worte gelernt, ja nice. Aufspürung gelernt. Der Atlas, steige zu den Sternen hinauf. Moin. Ja, ich gehe jetzt erstmal zu dem Raumschiff zurück. Zack. Vorne ist es ja auch schon.
einen Scan rüberlaufen lassen. Wir haben hier sehr viele Fragezeichen. Rüber. So, und das, was ich als nächstes machen will, ja, bitte hier natürlich erstmal wieder. Jo. Was? Phasenstrahler, Raumschiff. Okay, das Ding ist kaputt. Wir können jetzt aktuell nicht starten, weil unser Raumschiff kaputt ist. Sehe ich das richtig? Wir brauchen Eisen. Ja gut. So. Warpzelle haben wir drin. Dann schauen wir hier nochmal. Exo-Anzug. Bisschen auffüllen. Platin schmeißen wir da mal hin. Ich möchte den gerne verschieben hier, ey. So, ich wollte jetzt aber irgendwas sagen. Genau, Jetpack. Da wollte ich nichts von. Habe ich jetzt eigentlich auch mein... Ich bin schon wieder ausgestiegen, ey. Ich will nicht aussteigen. Meine Güte. Bleib mal bitte hier drinnen. Habe ich eigentlich meinen... Nee, habe ich natürlich nicht. Mein Überbrückungsdings habe ich nicht wiedergekriegt. Ablenkungs, das müssen wir auf jeden Fall brauchen. 6 Karitplatten und Heridium müssen wir suchen. Können wir hier denn aktuell. Nee. Dann wird es einfach nochmal aufladen hier. Aber ich will von meinem Raumschiff. Ja, zack. Nein, das wollte ich nicht. Man kann doch. Ah ne, wir haben noch kein Upgrade für den Scanner. Schade. Ja gut, dann würde ich allerdings sagen, dass wir dann in der nächsten Folge uns mal hier auf diesem Planeten ein bisschen umschauen werden. Was wir hier so Schönes finden. Ja, und damit danke fürs Zuschauen, hoffe, hat euch gefallen. Und ja, dann bis morgen. Tschüss.